Yo, Salam Aleikum, Buenos Dias oder auch Sama Yuntach, Kinders. Oh, wow, ich glaube, das wird jetzt mein neues Intro. Obwohl, warte, ich glaube, ich hatte doch schon eins. Deutschland, mein Geld ist knapp. Ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder hab. Was geht, Leute? Ihr seht schon, Location ist full anders. Dieses Mal kein Flüchtlingskeller oder Dachboden oder so. Auf jeden Fall, ich habe so nachgedacht ein bisschen und so ein paar Kollegen meinten so zu mir, ja, Bruder, Videos sind zwar stabil, aber du brauchst mal ein bisschen so Abwechslung. Dann, ich lag so letztens im Bett und konnte einfach nicht schlafen, einfach weil es oben so krass warm war. Ohne Spaß, ich wurde richtiger Shish-Kebab, so krass wurde ich gebraten. Dann schreibt mir so ein Kumpel, der hatte so eine Videoidee für mich. Grüße gehen raus an dich, Hassan Dadosch, bester Mann, ich schwöre. Er hat mir so die Idee erklärt und ich wusste direkt, ja, für die Umsetzung dieser Idee braucht man ein sehr hohes Maß an Kreativität und auch Professionalität. Ja, ich wurde nämlich einfach Genie. Ich habe gerade... Man hat mich schnell nachgeschrieben. Also zufällig, ich esse gerade Wassermelonen, falls du dich fragst. Und gerade der Wassermelonenschein, Dicker, ist einfach eine beste Idee aller Zeiten im Kopf. Bruder, mach doch einfach einmal ein... Hört sich jetzt zwar komisch an, mach doch einfach einmal ein Tutorial. So wie du deinen Bart machst. Digga, glaub mir, es wird dir nie Spaß machen und es wird was ganz anderes sein. Ey Leute, jetzt hört mir zu, ja, wenn dieses Video hier 3000 Likes bekommt, boah ey, voll Mainstream, Alter, egal, wenn das 3000 Likes bekommt, dann ich rasiere mir meinen ganzen Bart ab. Also wirklich, hier komplett alles, ich habe das zuletzt so vor 3 Jahren gemacht, deswegen ey, ich werde ein ganz anderer Mensch sein, deswegen liked. Okay, ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit unserer Playboy-Transformation und ey, bevor jetzt irgendeiner abgefuckt ist, ja Leute, man wird keine Veränderung sehen, das sage ich euch jetzt schon mal so. Also ich mache jetzt zwar meinen Bart, aber man wird einfach keine Veränderung sehen, einfach nur aus dem Grund, weil ich meinen Bart alle 2-3 Tage mache. Also dient das Video hier nur so zur Unterhaltung, weil ich meine, wenn ihr so einen richtigen Vorher-Nachher-Effekt sehen wollt, dann muss ich übelst meinen Bart wachsen lassen und alles so. Dann sieht das ja mies ungepflegt aus. Und ey, wer seid ihr bitte, Alter? Als ob ich das für euch mache. So, geht mal weg. Okay, nächste Sache. Guck mal, andere Leute würden jetzt so an meiner Stelle sagen, ja, ey, ich bin jetzt kein Experte, was so Bart machen und so angeht. Deswegen tut mir leid und so. Doch, bin ich. Und was für einer ich bin. Diese ganzen Bart-YouTuber, wenn die das jetzt sehen, ich spiele mit euch in einer Liga, wenn nicht sogar höher. Also, ihr könnt mir nicht das Wasser reichen. Passt auf, was ihr sagt, ja? Okay, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Für die Mädchen jetzt, ich weiß, ihr habt keinen Bart, aber wie gesagt, das Video ist eh nur Unterhaltung, so lasst euch einfach einen Bart transplantieren oder so. Okay, guck mal, das erste, was wir jetzt machen, sind hier diese oberen Bartlinien, also die oberen Bartkonturen so. Die meisten Friseure, die nehmen ja hier so ein Rasiermesser, aber ey, ich sag euch ehrlich, man kann hier so die Winkel und so mies verkacken. Ihr seht auf einmal so, die Linien sind hier ganz anders. Hier ist so Parabel und hier einfach so Hypotenusen-Dreieck, kann man das die Kette, Malte. Und außerdem, wenn man sich so rasiert, die Haare wachsen ja mies schnell nach. Und ihr wisst doch, bei uns Südländern, Haarwuchs ist generell richtig krank, also ihr rasiert euch so, auf einmal nächsten Tag ist so tropischer Regenwald wieder im Gesicht. Okay Leute, wir fangen jetzt an und die obere Bartlinie, wisst ihr was wir da machen? Wir zupfen da jetzt einfach. Ich sag euch ehrlich Leute, dieses Zupfen, ne, beste Entscheidung meines Lebens, ich schwöre so. Erste Mal tut so richtig weh, aber danach, es sieht einfach 1000 Mal krasser aus, wartet ab. Okay, ich würde sagen, let's go. Ich komme gerade echt nicht drauf klar, was ich da für eine Scheiße mache. Boah, kurze Werbepause. Boah, richtig fake, Alter. Boah. Okay, fertig. Wie gesagt, man sieht hier jetzt keine Veränderung, weil ich das alle 3 Tage mache. So, ihr wisst doch, bei Kanaken, Bart und Frisur ist wichtiger als Gesundheit. Okay, als nächstes wird jetzt getrimmt. Ich mache hier immer so auf 9 mm und hier vorne auf 12. Ich gehe auch hier manchmal runter so auf 6 mm, aber ihr könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch ruhig mal eure Bärte länger wachsen lassen. Später konvertierte er zum Islam in seiner radikalen Spielart. Wie krass das aussah. Ey Leute, ich hab voll vergessen zu sagen, dass ihr mir mal auf Instagram folgen sollt. Macht das mal oder ihr werdet für immer diesen 13-jährigen Türkenschnurrbart haben. Okay, kommen wir zum letzten Schritt und zwar hier zur unteren Kontur und guck mal, was wir dafür benutzen. Das ist hier so eine kleine Handmaschine. Die ist richtig stabil, um hier so die untere Linie zu machen und ey, die macht einfach seit 2 Jahren richtig gute Arbeit. Und die hat einfach nur so 4 Euro bei Rossmann gekostet. Ja, ich schwöre, beste Investition so. Trotzdem letztens so 10 Jahre nach Kassenbon gesucht, als sie kaputt war. Richtige Harzer-Modus. Ey, letztens, ich sitze so mit so einem guten Freund so am Tisch, ne?
ne? Und wir reden so ein bisschen und er sagt so, ja ey, du suchst ja nicht mal eine Freundin oder so, wofür machst du eigentlich das Ganze? Also er meint halt so dieses, ja, alle 3 Tage fresh machen, so richtig auf Bart achten und sowas. Und ich muss echt sagen, so, da stand ich echt auf dem Schlauch. Ich habe mir mal so Gedanken dazu gemacht und ey, ich weiß es einfach nicht. Vielleicht will ich so meine Hackfresse damit kompensieren. Boah ey, wie schlau das klang, man merkt richtig Abitur. Ey Leute, wenn ihr das Video bis hierhin geguckt habt, dann kommentiert mal bitte mit Hashtag Hassan Ehrenmann. Okay, guck mal, jetzt wo wir hier auch fertig sind, rasieren wir nochmal alles hier unten mit Gillette, damit wir wirklich maximum frisch sind. Dafür benutzen wir hier diesen Rasierschaum, den habe ich übrigens vom Bazar und ich glaube, der hat so viel gekostet wie eine halbe Kaugummipackung. Boah ey, wie das aussieht, locker das so Jizz vom Esel, Alter. Oh, wow. Ey, ich hab das halt wirklich vom Bazar, ne? Ey, ich hoffe, ihr habt das Video schon geliked. Wenn nicht, gibt's eine fette Anzeige an den Bartmann, wenn du das jetzt siehst. Bruder, wenn du Eier hast, reagier mal drauf. Bester Mann, der Typ, ich schwöre. Oh! Okay Leute, hier ist jetzt das Ergebnis. Guck mal, ich zeig euch jetzt mal, wie das so aussehen würde, wenn das jetzt so, wenn ich jetzt so länger meinen Bart nicht gemacht hätte. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt was gelernt, Leute. Und Leute, ich sag euch ehrlich, nutzt bitte mein Wissen, bringt die Menschheit voran. Und wenn ihr keinen Bart habt, dann... Ah, f*** deine Mutter! Deutschland, mein Geld ist knapp. Ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder hab. Ich schwör, ich hab auch 7. So viel hab ich getrieben.